Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. In der zweiten Runde des Kreispokals Offenbach ist Hessenligist Dreieich klarer Favorit beim Kreisoberligisten VfB Offenbach. Während die Gastgeber einen soliden Saisonstart hingelegt haben, hat Dreieich als Regionalliga-Absteiger noch so seine Probleme, in der Hessenliga anzukommen. Nach einem schwachen Auftakt mit 4 Punkten aus 5 Spielen gelang am vergangenen Spieltag mit einem 3:1 Heimsieg gegen Fernwald ein erster Befreiungsschlag. Trainer Lars Schmidt möchte diesen Sieg mit dem Weiterkommen im Pokal vergolden. Alles andere wäre für seine Mannschaft allerdings auch ein herber Rückschlag. Damit rein in diese Begegnung. Dreieich in den roten Trikots von links nach rechts stößt an. Die erste Offensivaktion hat allerdings Außenseiter Offenbach. Gulza mit der Ablage für Elias Mayu. Immerhin ein erstes Ausrufezeichen des VfB. Doch in der Folge wird Dreieich stärker. Doppelpass von Chanel Burcu mit Anxelo Mumayesi. Der ist frei im Strafraum und das ist das 1:0 für den Hessenligisten. Der ehemalige U21-Nationalspieler Albaniens, der erst kurz vor Spielbeginn aus der ersten albanischen Liga nach Dreieich wechselte, vollendete den ersten gelungenen Angriff zur Führung für die Gäste in der 13. Minute. Und der 22-Jährige steht nur 7 Minuten später erneut im Mittelpunkt. Nach diesem Ballgewinn schalten die Gäste schnell um und in der Mitte trifft Mumayesi zum 2:0. Nach 20 Minuten läuft für den Favoriten alles nach Plan, auch wenn sich darüber streiten lässt, ob Kapitän Dennis Streker seinen Gegenspieler Arama mit fairen Mitteln von den Beinen holt. Mumayesi ist das herzlich egal. Er erzielt seinen ersten Doppelpack im Trikot von Dreieich. Spätestens von da an ist es ein Spiel in eine Richtung. Die Gäste mit dem nächsten Angriff und am langen Pfosten Filipovic mit dem dritten Treffer. Der Hessenligist sorgt schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Domagoj Filipovic, der ebenfalls im Sommer zu Trainer Lars Schmidt ins Team kam, lässt Timo Köhl im Tor der Offenbacher keine Chance. Es läuft schon die letzte Minute der ersten Halbzeit. Es gibt nochmal Eckball für Dreieich. Der zweite Ball landet ebenfalls bei den Gästen. Die Flanke kommt in der Mitte zu Hackertz und er bringt ihn irgendwie an Keeper Köhl vorbei. Das 4:0 praktisch mit dem Pausenpfiff. Varöl Akkös, der von den Offenbacher Kickers gekommen ist, nimmt den Ball artistisch an und versenkt ihn mit dem Oberschenkel im Tor des VfB. Die Gastgeber kommen dann etwas mutiger aus der Kabine. Mihai mit dem Anschlusstreffer. Da sind noch nicht einmal 60 Sekunden im zweiten Durchgang absolviert. Virgil Mihai hat damit in den letzten 4 Partien insgesamt 6 Tore erzielt und lässt die Hoffnung in seinem Team nochmal etwas aufleben. Wie sieht die Reaktion von Dreieich aus? Mumayesi mit der Ecke. Und was macht denn da Ali Bulut? Das 5:1 nach einer guten Stunde. Der Treffer wird Mumayesi gut geschrieben. Aber dieses Tor geht natürlich auch auf die Kappe vom eingewechselten Bulut. Durch diesen unglücklichen Treffer war nun jede Resthoffnung der Gastgeber zerstört. Dreieich übernahm wieder das Kommando und Jannes Häuser macht dann das halbe Dutzend voll. Nur 5 Zeigerumdrehungen nach dem 5:1 erzielt der zur Pause eingewechselte Häuser sein Joker-Tor. Der Widerstand der Offenbacher war endgültig gebrochen und die Gäste haben noch Lust auf Offensivfußball. Das ist wieder Häuser und der Ball ist wieder drin. Das 7:1 in der 71. Minute. Damit auch Jannes Häuser mit einem Doppelpack. Allerdings muss der 22-Jährige bei diesem Tor auch nur noch seinen Kopf hinhalten. Kurz vor dem Ende kommt der Ball erneut zu Häuser. Dessen Versuch wird erst noch geblockt. Dann spaziert er durch die VfB-Abwehr und macht das 8:1.
Ein lupenreiner Hattrick von Jannes Häuser, der im Sommer von den Würzburger Kickers nach Dreieich gekommen ist und mit 3 Toren sein Können unter Beweis stellt. Wenige Augenblicke später beendet dann Schiedsrichterin Felina Dietsch diese Partie. Hessen Dreieich wird seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und zieht nach diesem ungefährdeten 8:1 Erfolg über den VfB Offenbach in die nächste Pokalrunde ein. Angselo, Mumayesi und Jannes Häuser ebnen mit jeweils 3 Toren den Weg zum Sieg und lassen Trainer Lars Schmidt letztendlich zufrieden sein Statement geben, obwohl der den Sieg nicht als Selbstläufer sah. Ja, erstens kenne ich den Trainerkollegen schon sehr lange und wir hatten auch schon mal ein Endspiel im Kreispokal mit Seligenstadt gegen den VfB. Das war ein Kreisligist und da haben wir uns auch schon sehr schwer getan. Heute haben wir es gut geregelt, zumindest zur Halbzeit. Danach sind wir ein bisschen leichtfertig mit den Situationen umgegangen, wollten es eigentlich verhindern, ein Gegentor zu kriegen, kriegst aber unmittelbar nach der Halbzeit den Gegentreffer. Da waren die Jungs vielleicht so ein bisschen konsterniert. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie sie die Sache angegangen sind. Ob Dreieich im Achtelfinale dann auf einen ähnlich unterklassigen Gegner oder etwa den Regionalligisten Offenbacher Kickers trifft, wird die Auslosung dann bald ergeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.